Eine geheime Basis mitten in der Wüste. Was wird hier getestet? Nur Kriegsgerät von morgen? Oder auch Maschinen, die nicht von dieser Welt sind? Das Geheimnis der Area 51. ZDF History. Mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Die sogenannte Area 51. Sie ist für UFO-Gläubige in aller Welt vielleicht die heißeste Adresse. Denn auf dieser streng geheimen Militärbasis, so heißt es, würden Wracks von abgestürzten UFOs aufbewahrt und veritable Leichen echter Aliens. Soweit, so gut. Gewiss ist dreierlei. Die legendäre Area gibt es wirklich, streng bewacht, das ist sie auch. Und was dort vor sich ging und geht, gehört bis heute zu den bestgehüteten Geheimnissen der USA. Dirk Pohlmann, unser Autor, lüftet es für Sie. Mitten in der Wüste von Nevada, gut 100 Kilometer nordwestlich von Las Vegas, liegt eine Geheimbasis mit erstaunlicher Anziehungskraft. Die Area 51. Manche sind eigens hierher gezogen, um dem Rätsel dieses Sperrgebiets auf den Grund zu gehen. Einer der hartnäckigsten Beobachter ist der Fotograf Bill Whiffen. Er verbringt hier Tage und Nächte, hält Ausschau nach verdächtigen Flugobjekten. Die Sperrzone der Area 51 ist größer als Hessen. Ihre militärische Bezeichnung lautet Nellis Air Force Range. Bill Whiffen lebt in Rachel, einem 200-Seelendorf in der Wüste. Gut 50 Kilometer vom geheimnisvollen Flughafen Groom Lake im Zentrum des Sperrgebiets entfernt. Videokameras und versteckte Mikrofone wachen über den unscheinbaren Zaun zur Area 51. Sensoren im Boden melden jede Bewegung. Auf Eindringlinge darf geschossen werden. Die Sensoren alarmieren sofort die Wachposten, wenn jemand auf dieser Straße unterwegs ist. Wie aus dem Nichts tauchen weiße Pickups auf, als stumme Drohung. Die Wächter sind schwer bewaffnet. Wer sich als Pilot dem Luftraum über der Area 51 nähert, bekommt es mit der Air Force zu tun. Wenn sie weiterfliegen, werden wir sie zwingen abzudrehen. Das war die erste Meldung, die ich bekam. Aber sie wurde so ausgedrückt, also weiterfliegen, werden sie abgeschossen. Das wurde nicht direkt gesagt, aber es klang daraus. Wir zwingen sie dazu, dass sie nicht weiter vorstoßen können. Eine geheime Basis, die es offiziell gar nicht gibt. Stoff für Legenden. Angeblich wird hier außerirdisches Fluggerät erprobt. Beobachter sichten seit Jahren merkwürdige Erscheinungen über der Wüste von Nevada. Ich habe ziemlich oft da draußen in der Wüste gesessen. Ich habe flache, runde Dinger aus der Area 51 aufsteigen sehen, die dann am Himmel zu schweben schienen. Eines sah aus wie eine Kugel. Es änderte seine Form erst rund, dann wurde eine Seite flach, dann wieder rund, dann wieder flach. Ich konnte mir das nicht erklären. Beim besten Willen nicht. Einige der Beobachter sind sich sicher, solche Flugobjekte können nur von Aliens gesteuert werden. Dass wir in der Tat ab und zu Besucher haben hier, die von einem anderen Planetensystem zu uns kommen. Daran glaube ich schon. Ich bin davon überzeugt.
Angreifer aus dem All sind auch für Hollywood ein Lieblingsthema. Seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Der Mythos Area 51, die Geschichte von Aliens und UFOs auf einer geheimen US-Basis, entsteht erst in den 90er Jahren. Die Area 51, die wird uns weiter beschäftigen. Entweder weil dort ganz neue exotische Fluggeräte entstehen werden, die wir eines Tages zu sehen bekommen, oder ob eines Tages Informationen offiziell wird, dass in der Tat hier Flugobjekte außerirdischer Herkunft analysiert und ausgewertet werden. Die USA fühlen sich bedroht im Zeitalter der nuklearen Konfrontation. Viele Amerikaner trauen den Sowjets alles zu. Stecken die Kommunisten vielleicht auch hinter den UFOs? Einige US-Präsidenten waren wirklich besorgt wegen möglicher Gefahren durch UFOs. Auch das Militär und die Geheimdienste machen sich Sorgen. Führende US-Wissenschaftler halten die Wahrscheinlichkeit von außerirdischen Angriffen zwar für sehr gering, aber man kann ja nie wissen. Streng geheim wappnet sich die Supermacht Amerika. Gegen Aliens und fliegende Untertassen. Sie haben viel Zeit und Geld dafür ausgegeben. Wir mussten bis nach ganz oben berichten, bis zu den Stabschefs und den Leitern der Geheimdienste. Wenn etwas irgendwie verdächtig schien, musste es bis nach ganz oben gemeldet werden. Einige US-Geheimdienstler verfolgen bizarre Theorien. Angeblich haben Nazi-Wissenschaftler an revolutionären Flugscheiben gearbeitet. Noch heute geistern gefälschte Fotos und Pläne durchs Internet. Im Kalten Krieg ist das natürlich schnell ein Fall für das Pentagon. Wir fürchteten, dass die Sowjets eine Maschine bauen könnten, wie man sie sonst nur aus UFO-Filmen kannte. Vielleicht mit erbeuteter Nazi-Technik. Ein Gerät, das geeignet sein könnte, die USA zu überfliegen und auszuspionieren. Womöglich noch mit Waffen. Da ging es nicht um kleine grüne Männchen. Es ging um potenzielle sowjetische Wunderwaffen. Die Angst vor sowjetischen UFOs hat eine reale Grundlage. Die US-Luftwaffe experimentiert selbst mit fliegenden Scheiben und unkonventionellem Fluggerät. Eines davon, Avroca, wird öffentlich präsentiert. Es kann schweben, allerdings nur knapp über dem Boden. Streng geheim arbeitet die Air Force an Weiterentwicklungen an echten Flugscheiben, die tatsächlich auf deutschen Konzeptstudien basieren. Das Projekt erhält den Decknamen Silverbug, zu Deutsch Silberkäfer. Eine Maschine, die senkrecht starten kann und doppelte Schallgeschwindigkeit erreicht. Doch es fehlt an geeigneten Triebwerken. Das Projekt wird abgebrochen. Keine Flugscheibe aus menschlicher Produktion kann jemals wirklich fliegen. Area 51 in Nevada. Nur spärlich gibt das Militär Informationen preis über den geheimnisvollen Wüstenstützpunkt, in dem angeblich UFOs getestet werden. Die Geschichte der Anlage reicht zurück in die ersten Nachkriegsjahre. Bis 1954 werden geheime Testflüge noch am Hauptquartier der US-Luftwaffe in Ohio durchgeführt, über dicht besiedeltem Gebiet. Ende des Zweiten Weltkriegs arbeiten dort, auf der Wright-Patterson Air Force Base, hunderte Experten, die sich mit der Auswertung gegnerischer Technik beschäftigen.
Ins besiegte Deutschland hatte der US-Generalstab Spezialteams geschickt, die alles sichern sollten, was militärisch nützlich sein könnte. Besonders fündig wird dabei der Air Force Geheimdienst. Hitlers Ingenieure waren den Siegern in der Luft weit voraus. Raketen wie die V-2 und Jets wie die Horten 9. Ein futuristischer Nurflügeljäger, der fast Schallgeschwindigkeit erreichen kann. Die Einheit sammelt und verschickt alles in die USA zur Auswertung. Besonders interessiert sind die Sieger an deutschen Top-Wissenschaftlern, an Männern wie Wernher von Braun. Die meisten sind sofort bereit, dem ehemaligen Feind zu helfen. Bald arbeiten in den USA so viele deutsche Ingenieure, dass Zeitungen lästern über eine, Zitat, verspätete Invasion der Nazis.